BIM-Washing. Habt ihr das Wort BIM-Washing schon mal irgendwo gehört? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Aber genau das wird tagtäglich getan. Und deshalb gibt es auch heute dieses emotionale und ehrliche Video von mir. Und da geht es zum Beispiel um das Thema Einbauteile heute explizit. Die Einbauteilhersteller haben ein paar Scheuklappen auf und reden vielleicht mit den CAD Entwicklern, aber nicht mit den CAD-Anwendern. Und es ist doch so, dass der Köder immer den Fisch schmecken soll und nicht andersherum. Aus diesem Grund werden dann IFC-Bibliotheken aufgebaut online. Da könnt ihr euch von jedem Hersteller teilweise ein paar DWGs, ein paar IFCs oder sonstige Daten herunterladen und die in euer CAD-Programm importieren. Aber so leicht ist ja der Weg gar nicht. Also man denkt ja an BIM. BIM ist gleich IFC und dann ist ja alles wunderbar. Nee, das ist für mich kein gelebtes BIM. Das lehne ich ab. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss auf jede Homepage von jedem Hersteller, jede Homepage ist komplett anders aufgebaut und man findet ja nur von ein paar Einbauteilen die Daten und nicht von allen. Sondern jetzt lädt man sich diese Dateien herunter und jetzt muss man sich ja irgendwo auf dem Server eine Logistik anbauen. Entweder Hersteller getrennt oder Einbauteil getrennt mit Unterkategorien und so weiter und so fort. Jedes Einbauteil hat komplett andere Parameter und Untertypen. Deswegen muss man da sich ein sauberes System anlegen, denn der Kollege möchte das Einbauteil irgendwann wiederverwenden. Nur so hat es einen Mehrwert. Vorausgesetzt, es bleibt aktuell. Ha! Und dann entpackt man sich das Ganze, legt sich ein Ordnersystem auf Windows an und dann nimmt man diese Datei und importiert sich das in sein System. In meinem Fall in Allplan. So, und jetzt habe ich irgendwie zum Beispiel eine IFC. Da wird mir erstmal eine neue Struktur aufgebaut mit Gebäude, mit Geschoss, mit Teilbild. So, jetzt habe ich auf irgendeinem fremden Teilbild ein Einbauteil, das meist, also zu 95% ist es komplett überdetailliert, denn die meisten Hersteller benutzen Autodesk Inventor für ihre Einbauteile. Die sind dann detailgetreu. Ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ihr eine Gewindestange habt und da ist das Gewinde mit detailliert. Mit Polygon und Datenvolumen. Oh. Und sich dann wundert, dass das CAD-System in die Knie gezwungen wird. Ja, das ist nicht anwenderfreundlich. Sondern jetzt haben wir dieses Einbauteil irgendwo auf dem Teilbild. Mit kompletter mit einem Detailgrad, dass das saugraus, sage ich jetzt einfach mal auf gut bayerisch. Und dann ist der nächste Step Layer, falscher Layer und die Farbe. Meistens komplett irgendwelche Farbe, damit irgendwie das Branding vom Hersteller da drin ist. Jetzt habe ich da einen bunten Farbklecks auf meinem Plan dann am Schluss, weil das eine ist rot, lila, grün, blau und ich möchte meine Einbauteile aber einheitlich in einer Farbe haben. Ist doch irgendwie logisch, oder? Weil ich möchte das natürlich abgrenzen von meiner Bewehrung, von meiner Schalplanung. Also zum Beispiel von den Wänden, wenn die grün oder rot sind. Ich möchte doch irgendwie das abtrennen davon. Und das geht so irgendwie nicht, ne? Dann das nächste Thema ist dann, und das Wichtigste, was ist der größte Mehrwert von BIM für den Anwender? Wenn er das Ganze am Schluss auswerten kann. Wie soll ich das jetzt auswerten können, wenn erstens die Parameter nicht hinterlegt wurden? Okay, nehmen wir mal an, die Parameter wurden hinterlegt. Wie werte ich die dann aus? Okay, nehmen wir mal an, der Hersteller bietet sogar noch zusätzlich für dieses Einbauteil einen Report oder eine Legende an. Wie werte ich das dann über das ganze Projekt aus? Soll ich dann wirklich, wir nehmen jetzt wirklich den besten Case an. Wir haben 10 verschiedene Einbauteile. Wir haben Transportanker, wir haben Abdichtungen, also Fugenbleche, Fugenbänder, Arbeitsfugenbänder. Wir haben Rückbieganschlüsse, wir haben Dübelleisten, wir haben Kragplattenanschlüsse. Wir haben, was haben wir noch? Flachstahlanker, wir haben Schraubbolzen, wir haben Schraubbewehrung und zu guter Letzt nehmen wir noch Ankerplatten. So, jetzt haben wir 10 Produkte. Wollen die auswerten? Und im besten Case haben wir überall eine Auswertungsliste vom Hersteller noch dazu bekommen und auch die entsprechenden Einbauteile auf dem aktuellen Stand. Und dann habe ich 10 Listen und was mache ich am Schluss? Tippe ich die dann in einer Liste wieder ab, damit es wieder Fehler gibt?
Das ist kein BIM. Das geht nicht schnell, das ist nicht sauber, das ist nicht anwendungsfreundlich. Das ist aus meiner Sicht unprofessionell. Und das ist BIM-Washing. Aus diesem Grund habe ich die Subparts erfunden. Und das ist nämlich einfach ein Einbauteilgenerator, den ihr hernehmen könnt. Das sind Hersteller einfach verzeichnet, die könnt ihr auswählen. Dann setzt ihr das Produkt ab und dann könnt ihr es herstellerübergreifend und einbauteilübergreifend auswerten. Und das zusätzlich zu euren eigenen Einbauteilen, die ihr selbst schon in Allplan definiert habt. Denn ich habe natürlich nicht alle Hersteller und nicht alle Einbauteile im System, das geht gar nicht, das ist ein Unendlichkeitswerk. Aber ihr könnt sie kombinieren mit eurem System. Und dann ist es ein komplettes System und nicht von jedem Hersteller ein System plus eures. In diesem Sinne, probiert die Subparts aus, sind eh völlig kostenfrei für euch, für das Allplan-System erhältlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Servus, euer Peter. Ein Krieg für dich, ein Ritterschlag für mich.